So, ich wollte das Video schon lange machen. Ich habe irgendwie mich nicht durchringen können, weil ich immer denke, es muss irgendwie perfekt sein und so weiter. Dabei, was eigentlich zählt, ist ja letztendlich die Message und deswegen, ja, ich wollte über meine Erkenntnis über Bewusstseinszustände teilen. Und zwar ist es so, dass ich schon überlegt habe, wie soll ich es anfangen und so weiter, aber ich glaube, wir kennen alle so die Leute, die irgendwie unglaubliche Sachen vollbringen können, die Menschen, die unglaubliche Sachen vollbringen können. Da gibt es Leute, die können halt Steine mit ihren Händen zerschlagen, oder da gibt es Leute, die haben unglaubliche, weiß ich nicht, unglaubliche Erkenntnisse, oder es gibt Leute, die können Krankheiten heilen, es gibt Leute, die können Gedanken lesen oder ähnliches. Und fungieren als Medium schon teilweise. Und es gibt so viele Sachen auf dieser Welt. Und wir denken mal, das ist so ein bisschen weit entfernt, aber das ist es gar nicht. Und das möchte ich heute auch einfach mal teilen. Und zwar, was haben die Leute ja alle gemeinsam, die solche Erfahrungen machen, die solche unglaublichen Taten vollbringen, Steinblöcke zerschlagen und so weiter, mit der Hand und andere irre Sachen machen, die menschlich nicht möglich wären eigentlich. Die haben eins gemeinsam, die bedienen sich erhöhten Bewusstseinszuständen. Und das ist wichtig, denn die erhöhte Bewusstseinszustände, die erfahren wir alle. Das ist auch wichtig zu wissen. Das ist nichts Übernatürliches oder so, das ist gerade von der Natur vorgesehen. Und zwar stellen wir uns einmal vor, dass wir an einem Tisch sitzen und wollen gerade unsere Arbeit fertig schreiben. Wir arbeiten vielleicht an einem Projekt für unseren Job oder wir arbeiten gerade an einer Schularbeit oder sonst irgendwas. Und wir wollen halt gerade einfach die Sachen aufschreiben, die uns so einfallen. Und uns fällt aber irgendwie nichts ein. Wir sitzen da an der Aufgabe und denken nur, irgendwie wird es nichts. Keine Ahnung. Und dann sitzen wir da und denken wir uns, okay, gucken so durch den Raum, denken uns, okay. Wir schnappen einfach ein bisschen frische Luft, also gehen wir raus, schnappen noch die Tasche, packen uns ein paar Sachen ein, weil warum nicht? Gehen raus und dann gehen wir so durch die Kälte. Jetzt ist es fast Weihnachten schon und es ist irgendwie halt schon kühl draußen. Hier jetzt in Prag ist es total, ja, total windig im Moment und es ist total kalt und ungemütlich. Wir gehen also raus und gehen so durch die Straßen und uns wird kalt und so, aber wir kriegen den Kopf frei, das ist ja schon mal was. Und dann sehen wir irgendwo in der Ferne sehen wir ein Café. Dann gehen wir da rein. Setzen uns da, gehen rein und machen so die Tür auf vom Café und dann schlägt uns so die Wärme entgegen. Und wir hören so auch auf der einen Seite hören wir auch eine Kaffeemaschine, die dann so leise so ihre Töne gibt. Und auf der anderen Seite hören wir Geschirr. Und wir setzen uns hin und bestellen uns so einen Kaffee und auf einmal fällt uns alles ein. Fallen die Ideen ein, über die wir vorher nicht mehr nachgedacht haben. Und wir sehen die Aufgabe von einer ganz anderen Position aus. Und ich denke, das ist ein Beispiel, das wir alle erfahren. Und das Tolle ist, hier sprechen wir schon von erhöhten Bewusstseinszuständen. Wir müssen natürlich nicht in ein Café gehen, um das zu erfahren, sondern wir können das auch anders erfahren. Ja, wer jetzt denkt, okay, schön, toll, ich habe meine Arbeit da geschrieben, aber das sind Zustände, in denen, die wir erfahren, in denen tatsächlich große Sachen vollbracht wurden bereits in der Menschheit. Ja, Albert Einstein zum Beispiel hat ja immer seinen Kaffee getrunken, seinen Tee getrunken und ist dann total inspirativ geworden und so weiter. Und Stephen Hawking saß vorm Feuer und vorm Kamin, hat einfach auf den Kamin geguckt und hat dann halt die entscheidenden Gedanken zum Thema schwarze Löcher geäußert. Jedenfalls, es sind bestimmte diese Bewusstseinszustände unterliegen bestimmten Voraussetzungen. Wenn die gegeben sind, erfahren wir diese Bewusstseinszustände. Und zwar sind das Zustände innerer Verbundenheit. Ja, die erfahren wir zum Beispiel durch Extremsportarten. Aber auch auf der anderen Seite, also wo Adrenalin ausgeschüttet wird, in Situationen, wo wir einfach Neues erfahren, zum Beispiel. Aber auch natürlich in sehr ernsten Situationen, wie zum Beispiel in einer Nahtoderfahrung, natürlich. Klar, wo wir von aufwachen und denken, oh wow, was war das gerade? Das ist wohl einer der tiefsten Bewusstseinszustände, die wir so erreichen können, die wir so kennen, die jeder so kennt, auch wenn er sie selber vielleicht noch nicht erfahren hat. Und dann gibt es natürlich auch Methoden, wie man die selber erreichen kann. Und zwar möchte ich es ganz konkret machen. Stellen wir uns also vor, wir gehen einmal duschen. Ja? Also
Mein konkretes Beispiel ist jetzt die Dusche. Okay, die kennen wir alle, also Top-Beispiel. So, wir stellen uns also vor, wir gehen in die Dusche und machen so das Wasser an und so, stehen auch schon drunter, passt alles perfekt, fühlen uns auch wohl und so weiter. Und wie kriegen wir es jetzt hin, einen Zustand innerer Verbundenheit zu erzeugen? Ganz simpel, wir drehen das Wasser auf kalt. Aber jetzt nicht so wie das klassische Beispiel, wie man es kennt, so das komplett aufdrehen und dann auf einmal kommt das kalte Wasser und wir kriegen den übelsten Schreck und so weiter. Falsch, sondern wir, es mag bei manchen Menschen funktionieren, aber die meisten Menschen sind, mich eingenommen natürlich, das ist zu viel, das ist zu viel Schock, das ist absolut nicht mehr, das ist eine Überforderung für mich als Individuum. Und deswegen mache ich das beispielsweise so, dass ich stelle mich unter die Dusche, ja, stellen wir uns mal vor, wir stehen alle unter der Dusche und dann auf einmal drehen wir so ein bisschen den Hahn auf kalt, nur so ein bisschen. Und es wird schon kälter und irgendwie denken wir uns, okay, aber es ist noch komfortabel, es ist noch warm genug und so, wir könnten auch länger drin duschen, gar kein Problem. Und dann drehen wir uns aber noch ein Stück und das immer mehr, bis wir dann an der Grenze sind, wo wir sagen, ah, okay, jetzt wird es langsam, ich würde jetzt nicht mehr Stunden unter der Dusche verbringen, es ist okay, ich halte es aus, aber es ist schon echt kalt. Und das ist der Punkt, wo, where the magic happens. Und zwar ist es so, dass wir in diesem Moment eine physiologische Erhöhung vieler Parameter in unserem biologischen System, in unserem Körper haben, aber eben auch diese Verbundenheit mit dem Höheren, mit uns selbst erstmal. Also das heißt Körper und Geist in einer Reihe. Ja, das Gleiche passiert auch bei tiefen Meditationszuständen, bei psychedelischen Erfahrungen oder ähnlichem. Aber wir sind in der Lage, auch in unserem Alltagssituation darauf zugreifen zu können, kontrolliert. Und dann sind wir in der Lage, Dinge wahrzunehmen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Und zwar möchte ich einmal, wir stellen uns einmal vor, wir stehen unter der Dusche. Und wir haben jetzt dieses kalte Gefühl, sagen wir mal auf den Schultern, so im Nacken vielleicht auch, je nachdem, wie wir gerade stehen. Oder auch am Arm, wenn man es nur am Arm probieren will, auch vollkommen in Ordnung. Und dann stehen wir da und denken uns, okay, ich spüre, es ist kalt. Und wir konzentrieren uns genau auf diese Kälte. Wir stellen uns mal vor, wir konzentrieren uns auf die Kälte. Ja? Also die Dusche, der Schauer kommt so auf uns runter. Und wir merken, okay, es wird kalt, es wird kalt, es wird kalt. Und irgendwie versuchen wir es auch so ein bisschen zu denken. Aber jetzt mal bitte auf dieses Gefühl konzentrieren. Tief auf dieses Gefühl konzentrieren. Wir stehen also unter der Dusche und es wird kalt. Und je mehr wir uns auf dieses Gefühl, wir stehen komplett entspannt, wir stehen weder verkrampft, noch atmen wir stoßartig, wir atmen ganz ruhig, stehen ganz locker und dann auf einmal merken wir, irgendwas verändert sich. Tatsächlich spüren wir, dass die Kälte nicht zu uns gehört, dass die Kälte zwar die Kälte des Wassers ist, aber nicht die des Körpers. Tatsächlich wird uns sogar in dem Moment warm, weil wir erkennen, was zu uns gehört und was nicht. Jedes Mal, wenn wir beobachten, auch in Meditation, trennen wir uns von dem, was nicht zu uns gehört. Und das können wir unter der Dusche machen. Ein anderes Beispiel, um das wirklich, ja, mit Wiederholung stärken wir das Unterbewusstsein. Also mit Wiederholung können wir Unterbewusstsein neu programmieren. Aus diesem Grund wiederhole ich es gerne nochmal mit einem anderen Beispiel. Wir stellen uns vor, wir gehen spazieren. Ja, wir gehen durch einen Park oder so. Oder noch bessere Idee, wir gehen von der Arbeit nach Hause. Und auf einmal, wir wissen, es ist auch kalt und so, und wir wollen unbedingt nach Hause gehen. Und wir sind aber irgendwie So eine Hektik irgendwie. Und was wir jetzt tun müssen ist, wir erinnern uns an die Dusche, wir konzentrieren uns darauf, den schmalen Grat zu erwischen zwischen Komfort und Herausforderung. Also Komfort und Überforderung, so genau. Also wir konzentrieren uns genau auf die Herausforderung und dann konzentrieren wir uns darauf, diesen Zustand zu halten. Das heißt, wir bewegen uns nach Hause. Wir gehen also ein Stück langsamer, als wir normalerweise gehen würden, aber wir gehen nicht so langsam, dass es komplett eine Überforderung für uns ist. Und da gehen wir und eine Zeit konzentrieren wir uns drauf. Und zack, sind wir in der Lage, auf unser erhöhtes Potenzial zuzugreifen. Okay, jetzt denkt man sich so vielleicht, okay, ist das schön und gut, aber wieso erzählst du das jetzt, Lars? Kann ich jetzt sagen, weil da möchte ich auch gerne ein persönliches Ereignis schildern. Und zwar ist es so, dass ich gerade von meiner... Also ich hab psychedelische Pilze konsumiert und habe halt eine Bewusstseinserweiterung gehabt, die auch noch nächsten Tag angehalten hat. Und da war es auf jeden Fall so, dass ich habe schon länger daran gearbeitet, an der auch an anderen Methoden, nicht nur die psychedelischen Erfahrungen, aber auch viele andere Sachen. Jedenfalls war ich unterwegs in der Stadt
Und habe dann auf der rechten Seite so ein Burgerhaus gesehen und ich bin reingegangen, hier in Andel war das, in Smithov, hier Bezirk Smithov in Prag. Und bin dann reingegangen in die in den Bagel Burger, hieß es, glaube ich, das ist so ein Restaurant hier. Und dann habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, okay, also ich war auf der Suche nach was zu essen. Okay, irgendwie hat sich was verändert. Und ich dachte mir so, okay, ich gucke so über die Speisekarte und denke so, was nehme ich? Und dann auf einmal dachte ich mir so, okay. Also man muss dazu sagen, mein Körper war, wie auch immer, allergisch gegen Käse stark, also gegen Milch. Ich habe halt noch nie einen Cheeseburger gegessen bis dahin. Dann dachte ich mir, okay, du bist in der Lage, einen Cheeseburger zu essen. Jetzt sofort. Ich weiß nicht, es war eine Intuition oder so. Ich habe mir also den Cheeseburger gekauft, habe den gegessen und habe wirklich reingebissen und ich habe den genossen. Ich habe wirklich den Käse so in dem ganzen Mund verschmiert und so. Also ich habe den wirklich genossen. Es war mega lecker. Mein erster Cheeseburger. Und ich meine, das hört sich jetzt vielleicht nicht so interessant an, aber wir müssen das mal einordnen. Also seit 22 Jahren war ich niemals in der Lage, einen Cheeseburger zu essen. Und jetzt erfahre ich auf einmal diesen Bewusstseinszustand, wo ich in der Lage bin, diesen verdammten Cheeseburger zu essen und das auch noch zu genießen. Also total, total irre. Ja, und das harmoniert einfach komplett mit den Ereignissen, die überall auf der Welt passieren. Ja, da sind Leute, die schlagen mit ihren Händen Steinblöcke durch. Da sind Leute, die haben den Mount Everest bestiegen ohne Atemmaske. Und alle diese Leute berichten, dass das nicht ihr Verdienst war, sondern dass sie sich in einem erhöhten Bewusstseinszustand befunden haben. Ja, und ich habe das auch nachher nochmal probiert und ich habe auch schnell festgestellt, wenn ich nicht auf diesen Zustand zugreife, dann habe ich tatsächlich immer noch diese Allergie gegen Käse. Und was ich damit sagen will, ist, in diesen Zuständen, egal wofür wir die verwenden, sind wir in der Lage, unser Leben zu transformieren. Wir sind in der Lage, Bewusstseinszustände zu erreichen, die uns Erkenntnisse über unsere Lebenssituation bieten, die wir vorher noch nie gehabt haben. Und wir sind in der Lage, Krankheiten, Allergien und anderes zu heilen. Wir sind sogar in der Lage, Dinge zu tun, die wir nie gedacht haben, wo wir so aus Versehen zufällig reinrutschen. Das heißt, auch wenn wir vielleicht gerade mal in einer Alltagssituation, die jeder bekannt ist, ein Bewerbungsgespräch oder so, vorsprechen möchten, dann erinnern wir uns ein bisschen dran, okay, es gibt Bewusstseinszustände, die uns Dinge ermöglichen, die wir vorher nicht konnten und die nun möglich sind. Und ich bitte da jeden mal, es auszuprobieren unter der Dusche oder beim Sport oder so, solche Zustände zu erreichen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich nur einem einzigen da draußen helfen konnte oder Inspiration geben konnte, dann mache ich es gerne wieder. Ansonsten mache ich es auch gern für mich alleine. ich habe keine Ahnung, wie ich das Video jetzt beenden soll, aber ich wünsche euch einen geilen Tag. Genießt das Leben. Ihr habt nur das in eurem Körper und deswegen geht raus und verändert die Welt.